machen wir Fischfallen am Bahnseil. 10, 20. 20 machen wir dann Ekel. Zack, gehen wir. Du hast eh noch keine Gläser fertig, weil da wieder Silizium fehlt wahrscheinlich. Es geht, also es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nur noch sehr, sehr wenig. Ich habe ja vorhin noch mal gebracht. Also es fehlt nicht mehr viel. Was fehlt, ist die Frage. Wir brauchen auch die Fischbank, die Nägel und so. Und Seile brauchen wir. Du hast jetzt nichts rausgenommen sonst. Dann fehlen noch 5-mal Silizium. Na, ich habe Glas reingekickt in die Bank. Ja, aber dann fehlt noch 5-mal Silizium. Jetzt kann ich 23 Gläser machen und 2 hat es schon. Jetzt gibt es 25 insgesamt, fehlen noch 5 Gläser. Ich brauche mal ein paar Fischfallen, weil sonst da wäre mal alt. 5, die können wir gleich da auslegen. Jetzt brauchen wir Seile wieder. Ich gehe mal Seile holen. Fasern für Seile. Mit der Sichel geht wenigstens was weiter gleich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Sichel, wenn du die angelegt hast, dann auch mehr Schaden hast. Wenn du die Tiere magst, weil die hat dann 25 Crit drauf. Gut, ich gehe nicht auf Tiere los mit der Sichel. In der Regel. Nein, ob dann auch auf die anderen Sachen rauswirkt. Was ich meine, wenn du auf sie schießt, einen Bogen, ob du das auch zählt. Ich kann so dir das nicht beantworten. Ohne. Oder nur für die Sichel gilt. Das ist meine Frage jetzt zum Beispiel. Wer von euch ist die Frage? Da draußen. Könnt ihr es uns gerne in die Kommentare schreiben? Ich leite es gerne weiter. Wenn ihr darauf eine Antwort habt. Ob das bringt oder nicht, ob das nur für die Sichel gilt oder für die. Du bist ein Opfer. Aber so langsam ist wieder finster und also von mir aus können wir auch schlafen gehen. Ich baue noch schnell was ab. So. Und der Wasserdruck ist so wie in der Wüste und im Gebiet. Da regnet es nicht, glaube ich. Außer Säureregen. In der Wüste brauchst du auch keinen Wasserdruck aufstellen. Wächst nur das Eis. Mit der Kühltruhe, dann geht's. Irgendwie fängt das Spiel an zu stottern. Vielleicht habe ich nicht beim Wasser trinken was bekommen, was unangenehm ist. Ja, das passiert halt, wenn man es nicht abkocht. Nein, ich habe es nicht bekommen. Gott sei Dank.
So viel Bier, was wollen die damit? Die machen sich Rabatte. Meinst du? Ja, der Sol sauft sich an und dann macht er wieder lauter blöde Brüche und schickt Leute irgendwo hin. Da kommt er mittendrin drauf, ah, ihr müsst schon dahin und dorthin. Boah. Da denke ich mal, nein, das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Der Sol. Doch, das kann schon sein. Und nicht so ganz beisammen. Kommt auf die blödesten Ideen wieder. Wie meistens. Ja, leider. Okay. Wir haben genug. Genug was? Fischfall 20. Oh ja, das reicht. Ich lege mal 10 da aus. Dann habe ich es hinter mich gebracht. So. 21 Bierflaschen haben wir schon. Brauchen wir noch Brotteig. Oder ist da zu niedrig das Wasser? Ich weiß es nicht. Muss man testen. Also ich hatte es auch schon dort irgendwie beim ersten Mal. Dort in der Nähe, aber theoretisch, wenn du es reinkriegst, sollte es eigentlich reichen. Weil es sperrt sich komplett dagegen, dass du es reinbekommst. Oder blaue Punkte, das ist die Falle. Die 10er mal. Sonst. Irgendwo hatten wir noch Mehl. Hier. Aber bei Brotteig muss ich noch warten. Hm? Brotteig wäre ja nicht so sinnvoll, den schon zu machen, wenn man die anderen Sachen noch nicht parat hat. Ja. Der vergeht. Genau. Du kannst das Ding so machen. Ja, ist schön. Das. Die, was ich schon ein paar gemacht habe. Also Wein habe ich schon mal angefangen zu machen. Na, die für die 20, für die Pasteten, wie heißt das denn? Das nicht den Brotteig, sondern das andere. Das Curry meinst du, oder? Pastete? Nein. Das Gebäck für die Pastete. Gebäck, ja. Also 8 Stück sind hier und keine mehr. Da müssen wir noch Fett haben, hier Fett. Na, wir haben jetzt 10 ausgelegt und 10 sind noch da. Hat es noch 10 Tierfett? Nein, fallen. Ach so. Ich habe gedacht, du redest von Tierfett. Ich kann ein welches herstellen. Geh weg. Wasser. Können wir eine Gießkanne machen? Ja. Würde ich nicht so schlecht finden, anstatt dass man immer die eigenen Dinger braucht. Weil sonst irgendwann vergessen wir das. Oder es gibt wieder irgendjemand, der auf der Hütte landet. Das kann natürlich auch. Ich hatte mal den Effekt, dass jemand auf der Hütte gelandet ist. Also ich hatte meine Flasche, meine Wasserflasche im Koch-Dingsbums da, also in dem komischen Kochgestell und habe Sahne, Mais gemacht, Kochstation. Und in dem Moment, wo das dort drin war, ist jemand auf mein Haus gekracht. Mit der Rakete. Und hat mein Haus platt gemacht. So, dann ist das voll. Das gibt's tatsächlich auch. Also, das ist schon länger her. Da war es vielleicht auch noch nicht ganz so gut ausgerichtet wie heutzutage. Ich denke, das haben sie schon verbessert. Aber damals ging das noch. Ja, du kannst auch doch, wenn du die Kapsel rufst, mit der Kuh,
mit der Kugel oder kannst es genau auf dein Haus werfen und dann drinnen fallen lassen und da landet es auf deinem Haus. Naja, also dort war es wirklich, die Person ist in die Mission gekommen, die Mission hat die schon gestartet und eben schon angefangen, das Haus zu bauen. Und war sogar auf Stein. Ich war schon stolz darauf, war schon eine Steinhütte. Und die ist zusammengekracht wie ein Karten, ja, wie so ein Kartenhaus. Komplett. Tja, fand ich auch ganz toll. Und das war nicht, weil irgendjemand was geworfen hat oder so, das war wirklich nur das ganz normale Landen mit der Kapsel. Eben, das war noch relativ am Anfang, also ja, ich würde sagen, die erste 6 Monate von Icarus. Wenn genau, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber ich denke mal, heutzutage wäre das vermutlich nicht mehr so machbar. Ja, das war eine Punktlandung, ja, genau. Uri meint gerade, das war eine Punktlandung. Ja, man kann nicht alles haben. Ja. Naja, ich hatte dann wenigstens Hilfe beim Aufbau. Und dann war ja die Flasche tatsächlich dann weg, oder? Also die Flasche ist dann wirklich gespawnt. Durch das Ganze. Ein Teil der Sachen waren halt noch in so Pakete, die man manchmal auch hat, wenn sonst Sachen kaputt gehen oder so. Aber nicht alles. Und die Wasserflasche habe ich dann nie mehr gefunden. Die musste ich neu kaufen. Ja. War halt dort am Anfang noch sehr ärgerlich, weil man hatte ja noch nicht so viel Geld, Gold, Exotik. Ich habe am Anfang den Bogen fallen lassen. Den ersten, was ich mir gekauft habe. Habe den aber nicht mehr gefunden, war ich angefressen, weil ich Koffer müssen. Aber habe ich Glück gehabt, dass ich nicht mehr Spieler gespielt habe. Dadurch habe ich Hast du ihn dann nachher wieder gefunden, oder? Nein, ich habe ihn wiederbekommen. Ah, du hast ihn versichert? Nein. Das ging früher noch. In okay. Modus, wo du noch kein Mehrspielerbonus hast, nur Einzelspieler offline gespielt hat, ist gegangen. Ich glaube, ich habe ganze 3 Stunden offline gespielt. Bis dass ich gemerkt habe, Moment mal, aber ich kann den Spieler ja gar nicht nützen im Multiplayer. Und dann war das für mich absolut sinnlos, im Offline-Modus zu spielen. Weil, ja, da ich ja wusste auch, damals haben ja mein Lebenspartner, die Kinder und so, haben ja alle Icarus gespielt. Und, ja. Dann war es natürlich auch sinnvoller, das gerade im Multiplayer zu starten und aufzubauen. Weil sonst wäre ja der Charakter dann relativ am Anfang gewesen. Kann ich verstehen. Ich habe da ein paar Sachen dann schon verloren und so. Dann habe ich, oder wenn du gestorben bist und du warst bei der Kapsel dann dort und die Sachen waren woanders, dann bist du raufgeflogen, waren die Sachen wieder da. Mhm. Das war ziemlich gut. Ja, das waren noch Zeiten. Hat sich schon sehr verändert, Icarus, seit dem Anfang. Ja, wenn es die offene Welt nicht gegeben hätte, wäre ich nicht zurückgekommen. Ich glaube, die Open World war schon für viele wieder ein Anreiz, Icarus nochmal zu spielen. Weil ich habe dann Elden Ring gespielt und monatelang nicht Elden Ring mehr, weil die Nerven war von den Speedruns machen, nur dass die Sachen kosten können, so teuer waren. Ich fand es halt sehr schade, dass
dass die Charakter dann weg waren und so weiter, je nachdem, was passiert ist. Und wenn man es jetzt zeitlich nicht geschafft hat, dass damals eine Mission Echtzeit ging oder zwei Tage und was auch immer in Echtzeit liefen, und wenn du dann wirklich nicht mehr dazugekommen bist, irgendwie weiterzumachen und die Mission zu beenden oder zumindest einen Charakter rauszuholen aus der Mission, dann war der weg, oder? Und damit hatte ich auch so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man fühlte sich immer so ein bisschen unter Druck. Man muss jetzt spielen, auch wenn man keinen Bock hat, man muss ja jetzt rein und fertig machen. Oh, das Problem war bei mir, ich glaube, das hing daran, dass bei mir der Speicher SSD schon Fehler von Anfang an gehabt hat, weil die Beldring hat zwar auch einen Charakter gelöscht, und bei Icarus am Anfang war der erste mit 23, ganz am Anfang, den hat zwar gelöscht. Und dann habe ich keine langen Missionen machen können, nur Speedruns, weil jedes Mal, wenn ich da fast fertig war und der PC ist abgestürzt, war alles weg, was ich gebaut habe. Und ich habe wieder von vorne anfangen müssen, bis D4 rauf. Das war schon, ja, manchmal eine Mission dreimal machen, bis, das war schon nicht mehr lustig. Das war schon, da war ich schon genervt dann. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich dachte, da kann ich jetzt Elden Ring auch spielen, weil es egal ist. Ja, auf jeden Fall hatte natürlich alles seine Tücken auch am Anfang. Wohnbereich brauchen wir noch Fackeln, oder? Ja, oder gut. Brauchst du noch irgendwelche Sachen? Also ich habe meine eigene Fackel. Die reicht eigentlich. Ich glaube, wir sehen gut. Ich hoffe, das ist auch im Stream so. Ich will meine Fackel bauen. Bessere. Also ich habe auch eine bessere Fackel. Oh, ich brauche, das brauche ich. Ich möchte bei dir mit Schwefel bauen. Ja, mach nur. Hat ja genug Schwefel, ich habe ja genug mit. Ja, weil ich frage, ob du noch brauchst. Nee. Schwefel, nein. Im Moment gerade nicht. Ja. Exposit. Da sind auch noch 91 sind noch drinnen. Das brauchen wir vorher Glas. Ja, und sonst gehen wir halt wiederholen. Was ist schöner, Wandfackel oder so Fackel aus? Also ich persönlich finde Bodenfackeln schöner. Aber es ist, ich denke, das ist Geschmackssache. Ja, die 5 Stilit muss ich noch umgehen. Das ist eh klar. Da ist nichts mehr drin. Ah, wegen 5 Stilit. Wegen 5. Klick. Ich dachte, vielleicht liegen da irgendwie noch 5 rum oder so. Wo 5 rum meinst du? Ja, so Silizium, oder? Ich dachte, vielleicht liegt noch irgendwas rum. Also rum? Rumliegen. Irgendwo in der Kiste oder so, dass da irgendwie noch was drin ist. 5 Bottle mit rum. Silizium würde schon reichen. Ja. Nix da. Brauchen wir auch noch die Gläser. Wie viel Brotteig können wir machen? 24. Das reicht nirgends hin. Wie viel Brotteig brauchen wir? 30. Die könnten wir eigentlich machen. Weil die können wir ja gleich reintun. Oder? Ja. Mach ich mal, weil die kann ich ja gerade reinwerfen mit dem Bier zusammen. Da haben sie schon mal Bier und Brotteig. Wenn sie beides mischen, kriegen sie Bauchweh. Wie? Du kannst deine Fackel abdrehen.
Ist immer noch sehr dunkel. Ah, jetzt ist besser. Aber wir könnten auch schlafen gehen, also ist auch eine Alternative. Na, wenn ich schon Bord habe, ist. Es geht um die Atmosphäre. Da fällt Ja, es mir schwer. ich muss sagen, die Fackeln haben tatsächlich eine schöne Atmosphäre, aber wenn sie zu nahe an der Sachen sind, je nachdem fangen die an zu brennen. Also Ja, nur als darum habe Info. ich einen Holzboden herin, dass es Spaß macht, wenn es brennt. Weil ich hab auch schon so eine Kräuterbank oder so angezündet, weil die Fackel einfach zu nah dran war. Zu nah am Vulkan. Zu nah am Feuer. Ich brauche mal zwei Klopfer. Und leg einen für dich in Ambos rein. Wenn du mal klopfen willst dann. Falls ich dich verkloppen will, oder wie? Ja, so auf der Art. Kann man eigentlich jemanden löschen damit? Glaub nicht, ich habe das auch schon mal probiert. Aber Schieß mich an und dann ich würde weg. dich eher, ich würde dich eher hauen, wie dass ich dich löschen würde. Ich glaube, hauen geht gar nicht. Wetten? Ich weiß es nicht, ob es geht, ob ich Schaden kriege. Wenn ich. Na, ich krieg keinen Schaden. Kriegst du keinen Schaden? Okay. Jetzt Na, muss ich dich aber. noch anzünden, um zu testen, ob ich dich löschen kann. Nein, ich find's ja witzig. Es ist schon blöd aus. Tja. Hau mal deine Fackel runter und zünd mal die Bude an. Ich muss dann aber löschen können mit. Und ich will so schnell Wasser poppen wollen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt so viel Boden, da könnten wir schon ein paar Häuser bauen. Ja. Wir haben 68 Boden jetzt und 23 Holzwände. Drei und wie viel drei und? 23 Holzwände und 68 Böden. 68 Böden, ja, doch, das gibt ein paar Häuser. Also die jetzt hier oder die vorher? Die Ja, vorher, oder? vorher, weil ich habe sie nicht zerstört, sicherheitshalber, wenn wir es wieder brauchen können. Ah, okay, Die also du Häuser hast bauen. quasi die auf die Seite getan. Ja, gut. Ja, wenn ich zerstöre, dann brauche ich wieder Hütte, muss das Material wieder die Hälfte wieder beschaffen. Weizen ist angebaut, das können wir ernten. Immer die gute Sichel. Ja. 70, 90. Es kann man die fucking Lapp mal abstellen, oder? Wird so langsam hell draußen. Schlafen gegangen schon. Ein Ein bisschen bisschen Körper schlafen geht, glaube ich. fahren. Gehen wir schnell schlafen, kriegen wir einen Bonus noch. So. So, ich liege. Kann mich auch niederlegen, aber das Feuer muss ich auch machen.